jeden Fall. Soll ich sie mal dressiert machen und so? Hier im Studio sitzt. Larry ist da. Larry ist da. Zeig ihn doch mal. Larry! Larry, melde dich mal! Ist Larry der mit dem rosa Fummel? Nein. Wer ist Larry? Larry wollte hinkommen. Da ist er doch. Larry, ja, komm mal her hier. Komm mal her. Komm mal her. Jetzt. Ey, komm, wir haben den Doofen gefunden, den wir präsentieren wollen. Das komm mal her, Larry. Larry. Oh, ist der groß. Oh, ist der groß, unser Larry. Ey. Mach mal schöne doofe Gesicht, Larry. Larry ist einer der geilsten. Der kann doch nichts erzählen. Der weiß nichts, der kann nichts und der ist überhaupt... Larry ist ein guter. Ja. Der hat einen 12-Zentimeter Riemen mit Finger in den Arsch stecken und ganz irre, ja. Ach, Peter, Peter, hallo. Verpiss dich jetzt, Larry. Lass ich bin hier... Vorsicht. Mein Gott. Als Vertreter der Sittlichkeitsbehörde. Ich will das von meinem Weihnachtsgeschenk eigentlich erzählen. Ich finde das kacke. Wir packen das weg, das Buch. Das ist schmutzig. Ich habe nämlich ein Weihnachtsgeschenk mit Widmung gekriegt. Und das Geschenk war mir scheißegal, aber die Widmung... Über mein Privatleben, ich äußere das jetzt, ja, ich lese das jetzt vor. Doch, diese Geschichten, übrigens Henry Miller, Porno, ja, diese Geschichten erinnern mich irgendwie an etwas, Punkt, 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 Punkt. Ich werde mich ewig an deine rhythmischen Bewegungen in mir erinnern. Neujahr, 24.12.94. Und, ist das dein Weihnachtsgeschenk? Glaubt ihr nicht, das steht da wirklich. Ist das das Weihnachtsgeschenk, Peter? Ja, das war mein Ausflug in die akademische Welt. Erregende, nicht rhythmischen. Aber nicht schlecht. Der Erregende ist fast wie rhythmisch, Anna. Und was gibt's da Unterschiede? Was? Ey, wie findest du die Sendung? Ich finde die gut. Hast du eine Freundin zu Hause? Nee. Möchtest du mit meinem Bruder mal sprechen? Der stöhnt ja immer so ins Mikrofon. Ja, wenn du nicht mit dem sprechen willst. Ja, ich möchte gerne mit dir sprechen. Nicht. Nee, das ist weg. Ja, weil ich weiß auch nicht, Peter halt nicht so. Ich bin zu dicht dran, wahrscheinlich bin ich zu dicht dran. Ja, weil du zu aufgeregt bist, weil du wieder denkst, das ist der Penisersatz oder so, ja? Echt? Das sind dann wieder die Wunschträume. Du weißt ja, was auf dich zukommt. Das ist so rausgepegelt. Ja, frag nicht, wer da ist, die wollen mit mir reden oder mit uns. Übrigens, ich habe jetzt auch wieder Batterien. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nur den Schleim krieg nicht ab, könnt ihr mir da vielleicht helfen? Peter? Hallo, hallo. Peter? Ja? Wir sollten gar nicht erst in diese Richtung gehen. Ja, finde ich auch. Wir machen das heute nett. Hallo. Hallo. Gar nicht erst solche, gar nicht erst... Schlechtes Gewissen. Du bist das schlechte Gewissen? Ja, ich verfolge dich immer. Ach, denk mal an Assi TV. Ach, du bist es. Ich bin es. Oh, guck mal, eine Bande. Wir sind nämlich die Bande. Bande zu Hause. Du sagst, das ist eine Kleidung. Magst mich auch nicht, wa? Ich hasse dich. Ja, das ist ja der Sinn dieser Show. Und ich weiß, du? Wo du wohnst. Aber du schaltest jede Woche ein. Und wenn ich Pickelcreme als Werbung verkaufen würde, wärst du einer von den Ersten, die sowas kaufen, ja? Du glaubst ja auch, dass das ein Mikro ist, statt was wir sich von so Frauen. Hau ab! Hau ab! Ihr ekelt mich an, ehrlich! Ich mag Peter. Darf ich nochmal? Ich mag Peter, ehrlich. Wie doll? Sehr doll. Will ihn doch jetzt nicht vor. Ja. Sag, wie doll. Ey, gib mir mal den ganz doll. Gib mir mal einen Schluck Wasser. Ich mag Peter so doll. Ey, das ist ja die letzte Sendung heute. Ey, Peter. Ey. Ich glaube, ich mag ihn mehr als DJ Larry. Ja, Larry ist ein Uncooler, ja, von vornherein. Sitzt ja auch in der letzten Reihe, wa? Guck mal, Larry hinten, ganz hinten. Ah! Larry ist ein Loser, was wollen wir da reden noch mit? Ja. Larry, fessel ich nachher mit den Handfesseln hier irgendwo. So DJs sind noch schlimmer als Polizisten, würde ich sind sagen. Sind Schellen? Schellen. Schellen sind immer an der Tür und klingeln. Ja, DJ Peter. Peter? Ey, bist du männlich? Ja, logisch. Wollen wir mal ein niveauvolles Gespräch führen? Ja, klar, warum nicht? Kannst du das? Ja. Hast du ein Thema? Ja, natürlich. Was hast du denn zu Weihnachten? Ja, das eine Pissbuch. Das andere Schottbuch. Ja, du meinst, ich hab noch Freunde, seitdem ich diese Sendung mache. Treppst du jetzt hier oder was? Ja, der kotzt doch das Mikro voll. Du sollst vor allem nicht... Bist du auch für die Freigabe von Wodka in UdSSR? Ja, natürlich. Was denkst du? Bist du hier? Trinkst du jetzt nicht den Chirinowski-Wodka? Du Schwachsinn ja? Nö, aber was hältst du denn für die Freigabe von Drogen? Was? Was hältst du denn für die Freigabe für Drogen? Welche Drogen? Ja, Hasch und so. Nee, muss ich mal ganz ehrlich sagen, kann ich nicht unterstützen, weil... Bist du der Sohn von dem Lübecker Richter? Droge ist, ja.
Das sehe ich in meinem Umfeld. Ja, mein Papa hat Haschisch geraucht, danach hat er Aspirin gebraucht. Ja, das sieht man ja. Sogar, ja. Ich habe jetzt 250 Tabletten Aspirin gekriegt, aus Amerika. Ganz irre. Ja, ich habe Fans, wa? Echt? Ja. Wollen wir einen Deal machen? Ja, wollen wir einen Deal machen? Ja. Was zahlst du pro? Ich brauche die, glaube ich, nötiger. Ja, was zahlst du? Bist noch dran? Ja, logisch. Kannst unser Gespräch noch folgen? Ciao. Was zahlst du? Ich muss ja hier mal raus. 10 Mark. Oh, Pille, das ist ja billiger als Ecstasy. Das ist auch scheißiger als Ecstasy. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Aspirin ist... Hast du gesagt, dass ich heute einen Studiogast habe? Ihr könnt aber wieder immer ja, Krach ja, machen! Ja, ich bin durchgekommen. Hallo, moin, moin. Ey, wisst ihr, was scheiße ist? Ich bin nicht scheiße. Nein, du nicht! Aber keine Weiber! Ey, keine Weiber mitgekommen! Was ist denn keine Weiber? Keine Ja, das ist ja... Ja, also... Inventar, genau. Mich erinnert die ganze Situation völlig an MASH. Natural Born Killer. Aber ist geiles Niveau, echt. Ey, die Fans sind viel mehr als mich heute. Doch, das krieg ich ja die ganze Zeit mit, ja? Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Wir unterhalten uns endlich! Was? Ja, Peter, ja, du bist nicht vielseitig genug. Mal hören, was für Geräusch dein Reißverschluss macht. Nein. Hat ganz schlechte Erfahrung gemacht. Okay. Wir wollen den Dödel mal rausholen. Das hat hier noch nie in der Live im offenen Kanal gemacht. Ne, das gehört ja auch nach 24 Uhr. Außerdem glaube ich... Gasmasken, ja. Ich wasch mich ja nicht mehr. Bist immer noch dran? Ja. Kannst du jetzt versuchen, die Sendung zu beleben? Ja, ich kann es versuchen. Aber ich habe mir auch schon in der Zeit läuft. Was? Hi, Peter. Ja, ich tue das, was meine... Ihr entscheidet heute! Weg! Weg! Los, immer! Immer! Weg! 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 Man muss... Wir müssen das Publikum beleuchten. Ich kann noch mehr machen. Laula! Los, Laula! Peter, wenn du erlaubst, dann gehe ich jetzt mal zu dem Lichtpult und mehr Licht? Bestrahle das Publikum. Ja, mach das. Oh, ja. Philipp, den reicht deswegen, weil er die technischen Genialitätseinfälle hat. Ich werde jetzt das Licht auf das Publikum richten. Das Publikum ist böse. Ja, also das Publikum ist böse, aber es ist so böse genug, dass es keine schmutzigen Wörter benutzt. Jetzt. Ja, das reicht jetzt. Endlich mal ein Publikum. Das nicht für immer. Okay. Ich hab das gewusst, kannst du nicht machen mit Zuschauern. Geht nicht. Die versauen die ganze Sendung, echt. Genau, früher waren wir hier alleine. Hallo du da. Ja, hallo du da. Hast du eine Freundin zu Hause? Die wollen das nur zu einem politischen Forum machen. Hast du eine oder hast du keine? Wie bitte, ich hab eine Meinung. Hast du eine Freundin, Heike, gefragt? Genau. Ja, ich hab eine Freundin. Willst du eine Ex-Abbildung, die wir von mir haben? Wir saufen die Skinheads unter den Tisch. Hey, gib mir 5! Nicht Maya Pfeiffer. Ja, das ist doch die Sprache, die wir verstehen. Ich verstehe dich. Ich verstehe nicht. Ich hab ein gutes Thema. Ich gehe jetzt mal eben kurz weg. Aber ich komme wieder. Ja, ich bist du eine Scheuer? Ja. Hast du früher auch nicht mitgemacht, was ich gesagt habe? Fick aber jetzt scheiße, ja? Hast du nie mit Eck drauf und so? Kannst du echt vergessen. Hallo? Wollt ihr Hallo? Hallo, wer ist da? Ey, Entschuldigung, dass wir dich angerufen haben. Wo ist der denn mit der Brille? Ja, ich hab auch eine Brille, guck mal hier. Mensch, ich hab mal eine Frage an dich. Werde ich da eigentlich reingelassen ins Studio? Ey, du, das ist ein Therapieprogramm, ja? Echt? Ganz irre, sag ich dir. Und vor allen Dingen von deinen Fernsehgeldern, du Schwachkopf. Wie viel hast du dafür gezahlt, da reinzukommen? Ja, du, ich musste hier über die Produzentencouch, ja? Sind das alles deine Freunde da? Kommen die alle aus dem gleichen Heim, oder? Weg! Alter, ja? Meine Kumpels, ja? Mein Umgang, meine Jugend! Mein Verdammnis! Aber egal! Entspann dich erstmal. Mal rein, viele. Nee, guck mal, da sind wir! Peter! Juhu! Alter,
Gary Glitter ist okay. Hallo Peter. Eine Frau? Ja. Sollt ihr alle rausschmeißen? Ja, mach mal. Wir beide ganz alleine? Ja. Du bist doch eine, die sich schon mal um mich beworben hatte, wa? Ja, früher mal. Wie ist dein Name? Jasmin. Ja, der ganz weich. Das ist die erste Frau, die kann ich mich einfach so rausschmeißen. Los, mal den Blitz an. Nee, das ist jetzt vielleicht meine letzte. Blitz. Jasmin, kannst du dir vorstellen, warum diese Schwachköpfe dich nicht wollen? Jasmin, ich will dich, aber die Mehrheit sagt weg. Nein, lass mich lassen. Und das Schlimme ist, scheiß Deutschland, scheiß Demokratie. Ey, bist du St. Pauli-Fan? Scheiße, du. Ja. Jasmin, wenn du jetzt sagst, du bist St. Pauli-Fan, darfst du drin bleiben. Ja, bin ich. Oh, du bist eine kleine Doofe, die mir nachklappert, ja? Ja, genau. Mein Gott. Jawohl, bist du riemig? Hast du auch ja gesagt, oder was? Wenn du schon alleine telefoniert, ist er emanzipiert. Ach, die hat das Handy vom Papa benutzen dürfen. Ja, heute machen wir mal ganz irre Sachen. Risikosendung. Peter. Ey, bring mich jetzt um! Peter. Ich stirb! Ey, da runter jetzt! Ey, hier! Los jetzt! Feigling! Megakörper! Daniel oder Björn da, ey! Ey, ja, Sven, hey! Ey, kann ich angehen! Ein wieder überlebt man's nicht! Rede! Ey, Larry, alles klar! Ja! Bist du bekannt mit denen? Ja. Gewesen. Weil jetzt bist du auch nur ein Loser. Einer von 4211 Amputierte des Kopfs. Das war jetzt eine doofe Überleitung. Vielleicht sollte ich das wirklich wieder mit dem Netter. Ey, ich bin jetzt nett. Hey, du Idiot. Findest du gut? Peter. Hallo. Warum hast du wieder Kabel? Weil diese Kabeltrommel kaputt ist. Hallo. Ja, hey. Augenblick, ich muss meiner Frau hier was erklären. Ey, wisst ihr was? Du darfst jetzt mit in dieser Sekunde mit einem absolut wildfremden Menschen reden. Mit dir. Mit mir, ne, ja, ich habe nichts zu sagen. Hey, jetzt einfach ein dummer, debiler, schwachsinniger Durchschnittszuschauer meiner Sendung. Weg. Ey, warte mal, eine Frau. Dann drück darauf. Zuschauerbeteiligung live im Fernsehen. Absolut neuer Programmpunkt in der Peter Ehrlich Show, ja? Hey, das Erhard. Wir haben dir vermisst. Ja, ich musste eben im Moment mal. Hast du jetzt wieder gesoffen, heimlich, ja? Wo hast du die Pulle hier versteckt? Ja, das war ich auch ganz. Erhard, kannst du jetzt. Da ist sie. Die ist in meinem. Erhard? Ich würde sagen. Guck mal, schon wieder zeigst du ihn nur. Ja, aber das war ja auch angemessen. Scheiß dich mal nicht so an, Peter. Deine Tage sind gezählt. Ja, eben. Das, ich finde das scheiße, ja? Oh. Dabei sieht er doch ja nicht so versehrt aus. Hast du das jetzt geändert? Hör mal, Peter. Hallo. Ich möchte mal einmal meine Kraft demonstrieren. Hör mal bitte ruhig. Peter, ich hab den Ausspruch. Oh, ich auch. Hat er noch inne? Ich auch inne. Hat er noch inne? Keine Dose mehr? Eine leere. Sag, du alte Dose. Den mach ich fertig, du alte Dose. Ey, Alter. Silvester-Sendung. Ich auch. Ah. Halt. Das ist keine Orgie hier. Das könnte das Ende dieser Sendung bedeuten. Ja, ich laufe zum Kaufhof und hol ein paar Pilz. Guck mal, zeig schon wieder nur ihn, ja? Ja, aber Peter, ich bin der Wächter. Ich bin hier, um aufzupassen. Aber scheiße, irgendwie läuft uns diese Sendung aus dem Ruder, habe ich gedacht. Das ist hier keine. Findest du gut, ja, sowas so wird zu sagen, ja? Komm ab hier! Das ist hier keine Orgie. Ey, irgendwie mit dem Wodka vorher trinken was. Und ich möchte mal erinnern. Echt doofe Idee. Wir benehmen uns in der roten Flora ja auch nicht so. Ey, lass. Ja? Ey, wir haben heute noch nicht einen einzigen Anrufer gehabt. Rede mal. Also. Ja, fühlt euch so hier wie in der roten Flora, da macht ihr auch nicht, was ihr wollt. Ich verstehe dich nicht, ja. Hör jetzt auf. Was für eine Flora? Darmflora, Magenflora, Arschflora. Habe ich Arschflora gesagt? Ich will dir mal was sagen, ja. Du hast immer mein Spielzeug gehabt, ja. Du hast immer meine Sachen auftragen müssen, ja. Und jetzt versuchst du mir meine Sendung aus der Hand zu nehmen. Das finde ich doof, ja. Ich finde das auch doof, ja. Hör mal, zeig mir einen Menschen, der deine Sendung dir aus der Hand nehmen will.
Ja, du, der fängt doof. Du kommst hier mit dem neuen Look, du siehst geiler aus als ich. Ich reiß mir hier den Arsch. Das ist doch rein subjektiv. Das ist doch völlig subjektiv. Ich habe einfach mich gekleidet, wie ich Bock hab. Aber mit wem? Mit deinem Bauch. Und wenn du das jetzt geiler findest, dann ist das deine Schuld. Nur weil der da Samenstränge hat und ich nicht, ja, das finde ich scheiße. Hallo Anrufer. Peter, ich habe mal ein bisschen was Ernsteres. Ey, ein richtig ernstes Thema. Hast du Krebs? Nein. Geil! Hast du gerade auf deiner Leiter stand, schrie einer aus dem Publikum, Negerkörper. Nee. Hat jemand... Das war völlig unpolitisch. ...dieses Wort gesagt? Der Mann ist privat hier. Ich hätte ja gewusst, was das soll. Und ja, das war dumm von ihm. Das war Aufregung, Sollten wir ihn aufs Maul hauen? Also ich möchte dazu sagen, also ich möchte jetzt versuchen, das zu relativieren. Negerkörper ist ein Begriff, den man aus seiner Jugend kennt. Ich kenne Negerkörper. Genauso wie man das kennt, dass man von Mutter mit einem ekelhaften Taschentuch mit Spucke abgetupft wird. Ja, von deiner Mutter. Dreck im Mundwinkel hat es nie gemacht. Negerkörper, also heutzutage ist es einfach nicht mehr möglich, das zu sagen, obwohl das irgendwie einfach nur eine Erinnerung ist an die Jugendzeit. Negerkörper hat man gemacht im Lattenkampfbad, im Finkenwerder Freibad. Negerkörper war einfach Negerkörper. Und nur heute ist man durch die Pubertät ist man erwachsen. Einmal kann man nicht mehr Negerkörper sagen. Man kann doch wohl mal Negerkörper sagen, weil man früher auch immer Negerkörper gesagt hat. Jawohl. Das ist völlig unpolitisch, das ist einfach Negerkörper und das ist völlig losgelöst von irgendwelchen rassistischen Ansichten, die man sonst so hat. Ey, Philipp. Ich möchte ja fast behaupten, dass ein Neger überhaupt nicht in der Lage ist, einen Körper zu machen. Ja, danke. Danke. Also das war jetzt auch total losgelöst von allem. Das war gut. Peter. Ich kann jetzt nicht mein Parteibuch zeigen, weil es ist zu rot. Die DKP gibt's ja nicht mehr. Mein Parteibuch ist zu rot, das fängt die Kamera jetzt gar nicht ein. Oh, das war eine Scheiße. Hallo, bist du immer noch dran? Wollt ihr euch nicht mal hinsetzen? Oder? Ja, das ist doof mit dem Stuhl. Ja. Du kannst dich doch auch hinsetzen. Dich zu lieben, dich berühren, dein Verlangen in mir zu spüren. Caro, kannst du doch mal aufpassen, ja? So schlimm war die Zeit nur mit mir auch nicht, dass du mir das alles antun musst. Ich könnte jetzt noch einen kleinen Diskurs über Che Guevara halten und dass Che Guevara überhaupt nur cool war, weil er so gut aussah. Und genau, wir setzen uns jetzt vor unseren Fans. Der bestaussehendsten Revolutionäre der Welt war. Hier hinsetzen, Philipp. Hallo. Hier, der zeigt wieder nur den. Überhaupt gibt es Fotos von Che Guevara, das ahnt man gar nicht. Hallo Anrufer. Che Guevara war echt der coolste. Die Sendung heute ein bisschen chaotisch. Konzept. Ich muss mal eben. Kannst du mal lauter sprechen? Nimm mal den Schwamm aus dem Mund, du Dumm. Ja, geht das? Ja, ich höre dich. Das ist schon schlimm genug. Ich kann mir sogar vorstellen, wie du aussiehst. Das macht mir schlecht. Und das Schöne ist, ich kann nicht aussuchen, mit wem ich rede. Mit dir wollte ich nicht. Einfach nur so. Wo ist überhaupt heute der Studiomonitor? Ja, das ist gut so. Das bin immer ich im Bild. Nur ich. Nee, aber auch das Publikum. Das ist ja meine Karriere, ja? Hallo? Ey, bist du eine Frau? Ja. Oh. Ich bin die Michaela aus Hamburg. Wer bist du? Michaela. Michaela, Sprachfehler? Nein, da bin ich nicht. Bist du schon betrunken oder was? Nee, bin ich auch nicht. Ey, wann hast du das letzte Mal Mann in dir gespürt und das hat dir Spaß gemacht? Vor einer Woche. Und jetzt so mit in eine Woche Abstand immer noch Spaß gemacht? Ja, doch. Und wie erklärst du jetzt deinem Mann deinen Ausfluss? Ja, das hat dich überfordert. Au, ab, Michaela. Schade, Michaela. Meine Güte. Michaela. Ey, das ist übrigens heute die letzte Sendung. Das erinnert mich an einen Song von Butter Illich. Ja, kann ich auch. Deine Spuren im Sand. Hallo? Hallo? Was für hirnverbrannte Leute hast du denn da? Männer, ein Wort und ich funktioniere. Ist das nicht irre? Ich wollte mal das Wort vom Politclown wieder ins Gespräch bringen. Das sind alles Politclowns. Oh, schön. Oh. Oh. Ja, du, der hat jetzt den Turbo-Effekt. Guck mal, können wir jetzt hier auch mal zeigen? Da ist der. Da. Hallo. Hallo. Bist du dran oder nicht? Oh, da ist keiner. Ach, wie lange noch? 35 Minuten, das ist scheiße. Hallo. Hallo. Ich lade mir gerne Gäste ein. Unterhalt mich mal. Ja, ja. Ey, Caro. Du musst jetzt nochmal um mich rum. Glaub, das war der Thorsten Wessel-Lied für Zahnlose, oder?
Kinder, der gibt's da viele von den Fleischmützen, was hast du mal gesagt? Anna, Fleischmützen hast du gesagt? Fleischmütze. Wisst ihr, mit dem Wodka, mit den Artikulieren ist scheiße geworden. Okay, ich habe einen Vorschlag. Du hast einen Vorschlag? Ja. Eine Verbesserung für diese Sendung? Genau. Ey, wisst ihr was? Ja. Was mir peinlich ist? Nee. Ich sag's dir jetzt mal ganz offen. Ja, sag. Eventuell guckt ja heute meine zukünftige Schwiegermutter mich das erste Mal, weil ich mein... Was meinst du, was die jetzt für einen Eindruck von mir hat? Ja, ich weiß nicht. Bisschen komisch. Normal, Alter, normal. Also los, dein Verbesserungsvorschlag. Lass auf Philipp die Sendung machen und du gehst. Ey, der heißt Erhard, ja? Ach, Erhard, Entschuldigung. Lass Erhard die Sendung machen und du gehst nach Hause. Ich jetzt einfach so gehen? Ist das wirklich, dass ich die Sendung mache? Los, sag jetzt einfach mal, wer die Sendung machen soll, los! Genau. Das ist lange Elend. Immer ein Ching Chang Song, los. Ich find Face No More sehr gut. Ja. Und ich möchte auch, dass die rote Flora bleibt. Na? Ist das kein Argument? Halbe Lunge bist du. Du kommst nicht aus der Flora. Ihr habt doch eben Peter, was sagst du? Okay, ich möchte, dass alles bleibt. Ich möchte eigentlich, dass sich überhaupt nichts verändert. Ja. Am liebsten möchte ich, dass alles so bleibt, wie es ist. Hey. Ja? Du magst mich nicht. Am liebsten hätte ich auch, dass meine Mutter überhaupt nicht altert. Aber guck mal, er klaut dir die... Aber leider muss ich feststellen, dass ihre Titten... Ihre Wölbung, die weiblich sind, mit kleinen Nupsis dran, wollte ich sagen. Nichts ist mehr so, wie es früher war. Und das macht mich ein bisschen traurig. Irgendwie heute anders, als ich gedacht habe. Ist doch egal. Ja. Die meisten Leute finden ja den Geruch von Mutters Taschentuch sehr eklig. Mach du mal jetzt ganz alleine. Aber ich finde den Geruch von Mutters Taschentuch gut. Mach mal. Okay. Der riecht im Schritt. Mein linker Platz ist leer. Ich wünsche mir Peter Ehrlich her. Hallo. Bist du König Peter Ehrlich? Ja, ich bin es. Ah. Na, endlich sehen wir die mal. Das Publikum ist kein wirkliches Publikum. Das Publikum ist völlig irreal. Ja, super. Du sollst nicht dein. Dreh dich nicht um. Das hat man nicht gesehen. Mach normal. Wir waren in dem Bild raus. Mach normal. Normal? Normal ist normal. Ich finde, das sind totale Sexisten, die von der roten Flora sind, alle totale Sexisten. Ich glaube, das war die letzte Sendung, ne? Ja, ist doch egal. Übrigens, hallo Anrufer. Ja. Ey, das ist heute die letzte Sendung. Echt? Und nächsten Donnerstag, wisst ihr, was nächsten Donnerstag ist? Soll ich dir das mal sagen? Letzte Sendung? Ja. Also nächsten Donnerstag ist... Ja, ich finde das geil hier, ich bin ja voll vorbereitet. Ey, nächste Sendung ist das hier. Nie jemanden Weißabgleich gemacht. Das hier, eine Kassette. Eine Aufzeichnung. Apropos nächste Sendung, ich wollte auf die 18.01. 19 Uhr. Da läuft die Schuhe-Show. Das ist eine anständige Sendung. Die lässt irgendwie so einen Schmutz überhaupt nicht zu, wie ihn die beiden hier gerade demonstrieren. Wir mögen uns halt eben. Ja, das hat die aufgehört eigentlich. Da geht es ganz sachlich um Raten und geraten werden. Ja, stimmt. Du, das sieht ja auch die dunklen Seiten des Peter E.'s. Okay. Also nächsten Donnerstag nur hier diese kleine Kassette. Die Schuschuschu dient letztendlich einfach nur meinem privaten Vergnügen. Ja, darf ich jetzt und auch mal meinen wer das auch gut findet, der kann das ja gerne gucken. Ey, bist du immer noch dran? Was? Bist du noch dran? Ja. Hörst du uns geduldig zu? Ja. Die erste halbe Stunde, wo wir Chaos gemacht haben, und jetzt machen wir vernünftig. Sollen wir jetzt vernünftig machen? Jo. Ich bin gut. Also nächsten Donnerstag leider nur die Kassette. Du sollst Peter Ehrlich. Du zeigst schon wieder den nur, ja? Ich krieg das ja immer mit, ja? Du Peter Ehrlich. Ja, ich mach das jetzt schon. Was wir bei dir machen, das interessiert überhaupt nicht. Ich hab gewusst, dass damit, wenn das Liebe hinkommt, dann ist das kacke, ja? Ich hab die ganze Show feiern. Jörn das jetzt sieht, oder Antje. Ich will jetzt keine Antje sehen. Warum? Und die ist bestimmt scheiße. Ich mach mal eben Shutter Speed, weil die... Doch! Den sind noch. Nee, das geht nicht. Vergiss es, das ist keine MS4. So. Ach, könnt ihr euch jetzt eure Privat, was ihr morgen essen wollt, will keine Sau wissen, ja? Wieso? Ja, nee, ich finde das...
Die letzte halbe Stunde nehmen wir uns jetzt mal Mühe. Noch eine halbe Stunde, scheiße. Also nächsten Donnerstag eine Kassette und live seht ihr mich wieder am 10. Das ist ein Dienstag. Da habe ich jetzt den Sendeplatz mit Homophil getauscht. Nö, geht noch weiter. Hallo Anrufer. Hier ist Peine. Doch, da ist ja aus Peine kommst du. Nee, ich komme aus Niedersachsen, bist du ein Dödel. Nee, ich komme aus Hamburg. Was können wir denn für dich tun, Peine? Ich wollte fragen, ob du auf meine Silvesterparty kommen wolltest. Ey, aber nur wenn du einen Böller in deiner Hand loslässt. Und, und dann quasi böllern für mich. Findest du lustig, ja? Darüber kannst du schon lachen, über so einen kleinen Gag, ja? Der wirklich aus dem kleinen Fingernagel, ja? Ey, du kannst lachen, wenn ich niveauvolle Gags mache. Gut, habe ich noch nicht viel gemacht in 97 Sendungen, aber... Hallo Anrufer. Hallo. Traust dich? Nein. Dafür braucht man eine Autorin. Willst du rausfliegen? Nein. Dann rede. Hallo, hier ist Birgit. Wer bist du? Birgit. Birgit mit der männlich operierten Stimme. Ja genau, ich bin immer noch hier, sagt Peter. Birgit, nein. Birgit. Was denn? Was geht da dahin? Birgit, bist du's? Ja genau, ich bin. Super. Super, gut, ne? Hallo Birgit. Was machen die beiden denn da? Die versuchen lustig zu sein. Ja, ich merke das schon. Wir versuchen zueinander zu finden, nein, Peter und ich. Gut. Oh, ich verstehe keinen Birgit, ich bin gut. Sein verlorener Bruder aus Birgit, Amerika. Du nicht raus. Ich bin ja, das ist doch in Ordnung. Air hard honest. Was, Birgit hat eine super gute Stimme. Ja, gut, ne? Ja. Ja, besser. Du klingst so, als würdest du mindestens 40 Schachteln am Tag Birgit. Rauchen. Nee, 50. Was denn, Peter? Ich bin noch nicht so alt. Birgit? Ja? Jetzt mal ohne Quatsch. Könntest du dir vorstellen, morgens nehmen wir mal wach zu werden? Nein. Birgit, stell dir das lieber nicht vor. Wenn du einen Funken Anstand hast, stell dir das nicht vor. Dass du abends noch gehst. Birgit? Birgit? Ja. Pass auf, du wirst wach neben mir und siehst das als erstes. Pass auf, komm mal mit. Komm schnell mit dir. Und siehst das als erstes, Birgit. Oh Gott. Guck mal hier. Oh nee. Der stumme Schrei nach Liebe ist das, ja? Nee, das kannst du nicht. Sag deinen Namen, damit Papa weiß, dass du in der Sendung warst. Hinsetzen. Birgit, das hast du nicht. Wir haben einen Kameraausfall. Hey, klasse! Na, klasse. Hey, ich hab technisch das Problem gelöst, Birgit. Aha. Hey, und wenn ich... Birgit, der kann noch ganz andere Probleme lösen, der Mann. Nicht im Augenblick. Sag mal, kommt ihr noch klar? Birgit, Birgit. Wette, der bewegt sogar den Senat dazu, dass die Flora bleibt. Ey, Erhard. Birgit? Er hat doch mal lieber seinen Knopf gemacht. Ich sag doch gar nichts. Wann triffst du dich endlich mit ihm? Wann ist irgendwann endlich Ruhe? Alle Signaturen in der Hand. Wann können ja wir endlich Freundin sein? Von denen eigentlich, von dem Privatleben der Signaturen weiß eigentlich ja niemand was. Birgit, ja. Du hast doch ein Kind, aber ne? Irgendwann haben wir sie alle in der Hand. Und ich sag nur, das ist jetzt ganz unverfänglich. Wir haben eine bessere Rechtsabteilung als wir, aber ich sag jetzt ganz unverfänglich. Ja, mach erstmal der Knopf, bevor du genau. Wie alt ist dein Kind? Ein Jahr. Nee, du auch nicht. Wir haben die bessere Rechtsabteilung. Nein. Was denn? Ey, Frank, sag mal kurz ruhig. Wie alt ist dein Kind? Ein Jahr. Hat es Spielkameraden? Ja. Wieso? Ja, dann... Ja, weil ich auch ein Kind habe. Ja, weiß ich doch. Nee. Ja, aber das braucht Spielkameraden. Wollen wir tauschen? Nee, tauschen wollen wir bestimmt nicht. Birgit? Ja? Birgit, willst du mit ihm ficken oder nicht? Nein! 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 Nein, jetzt muss ich einschreiten, jetzt bin ich nee. Nee, also, nee, das war ja zu direkt, Anna, ja? Nee, so hätte ich das nicht ausgedrückt. Das ist auch kein Blatt vom Mund, oder? Einfach ja! Das ist... Die Stimme aus dem Hintergrund, oder was? Warte. Sehr wohl kann der Peter ein Blatt vom Mund nehmen. Ich hab fünf Schaffel, dann mach ich das. Ja, 100 Stück, Peter, los. Ja, ist das nicht... Ein... Das ist Peter... Rauchen hat er doch gar keine geraucht heute. Ja, genau, jetzt reite ich mal den Peter. Mal, kommt ihr noch klar? Und zwar reite ich ihn heute für die deutsche AIDS-Hilfe. Oha. Nein, ich reite ihn für die rote Flora. Was denn? Reitet Peter Ehrlich für die rote Flora, dass sie bleibt. Die rote Flora, klasse. Nein. Sag mal, seid ihr Raucher geworden da, oder was? Nee, wir rauchen einen Anschlag, ja. Pass mal auf, gib mal her, Peter, gib mal her. Man muss das Ganze Anna, auch ein bisschen unpolitisch sehen. Sag doch mal durch da jetzt. Gib mal her. Anna, pass mal auf, Birgit, hier sind ungefähr 100 Asoziale, so kommt es mir jedenfalls vor. Ja, und ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. Nee. Ich weiß nicht, was hier abgeht.
Ich fürchte, die ganze Situation eskaliert. Ich finde es bedauerlich, dass du nicht hier bist, übrigens. Ja, schade, du. Ich habe kein Babysitter gefunden. Du kommst nicht zusammen, Peter. Okay. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass wir... Ich komme demnächst mit Peter mal bei dir vorbei. Ja, habe ich schon gehört, ja. Ja, wirklich? Ja, ja, freue ich mich ohne drauf. Kamera. Birgit? Ohne Kamera, das ist wunderbar. Birgit, ich bin auch gut zu Kindern. Ja. Ja, du, gib denen immer Lutschers. Ja, warum lachst du darüber? Ja, nur so. Gibst du deine Kinder Kinderlutschers? Kommt drauf an, welche da sind. Das ist ja zweideutig gewesen. Ich meinte aber nur eindeutig wieder, aber... Du zeigst wieder nur, Philipp! Ey, das ist scheiße! Ey, Leute! Birgit? Ja? Birgit? Ja? Es war nett! Ja, soll ich denn diesen... Ciao! Nein, ich wollte nur sagen, dass wir die Senatoren... Ich finde Birgit nett, ich mach die... Wir haben alles in der Hand. Wir wissen Sachen, die andere Leute nicht wissen. Erhard. Erhard. Lass uns jetzt mal einfach versuchen. Versuchen zumindest. Wir versuchen das jetzt mal nett. Okay, wir wechseln jetzt um in eine totale Softsex-Sendung. Wie ist dein Name? Seid nett zueinander. Stefan? Ja? Bist du der Mann, der mit Sabine verheiratet ist? Nö. Hast du das jetzt verwunden, dass ich deine Frau auch hatte? Nö. Bist du ja doch noch übel? Weil sie jetzt immer so lacht, wenn du mit ihr Sex machst, wa? Da ist sie jetzt ja ein anderes Kaliber gewohnt, nee, würde ich mal sagen, wa? Immer von hinten. Du machst jetzt von hinten? Ja. Ich sag nur Bambule. Blutet sie dabei? Bambule bleibt. Und sie? Und du auch? Auf jeden Fall. Jeder Mensch hat das Recht zu leben, wie er will. Du gibst alles im Liebesleben? Ich habe nicht verstanden, nochmal. Du gibst alles im Liebesleben? Ja. Stöhn mal so, wie du stöhnst, wenn du einen durchschnittlichen Orgasmus hast. Stöhn mal jetzt. Wenn Peter Ehrlich sowas auf einen Kanal machen kann, dann können doch auch wunderbare Leute so leben, wie sie wollen. Das war jetzt mit... Isalowski! Peter? War das jetzt mit Vorspiel oder war das jetzt ohne Noppen? Das? Kannst du mir noch folgen? Ja. Würdest du hiermit jetzt offiziell über diesen Fernsehsender bestätigen, dass ich wahrscheinlich intelligenter als du bin? Ja. Dann hau ab. Scheiße, Intelligenz kann man nicht sehen, da geht gleich die Kamera raus. Musst nur hinten da ein bisschen wirbeln. Mein Gott, das war das netteste Gespräch am heutigen Abend. Natürlich, aber wie gut. Hallo Anrufer. Hallo, Intelligenz nicht riechen und sehen kann. Wärst du auch bereit zu stöhnen, wie du stöhnst, wenn du stöhnst? Ja, für dich immer. Mach mal. Oh, geil, mach mal, Baby. Oh, ja. Komm. Ey, ey. Raus, raus! Halt's Maul, ihr Scheiß-Tech. Ey, soll ich dir einen Tipp geben? Raus, raus! Tschüss, haben die gesagt. Aber ihr müsst mal ruhig sein, weil ich gebe Ihnen jetzt doch noch einen Tipp. Sammel Briefmarken oder so. Hör auf mit Sex. Das ist nicht dein Ding so. Auch das mit dem Waschen stört dich ja auch eigentlich. Immer sauber, immer gut riechend. Ich meine, das mögen die Frauen in der heutigen Zeit ja nicht mehr. Nee. Stell mal vor, ich hab jetzt, ey, hab ich echt erlebt. Da kommt die Frau das erste Mal, sagt, da soll Seife auf Toilette liegen. Da kommt die Frau das zweite Mal, da muss Creme da liegen, ja. Nee, für nächste Mal hat sie Salzstangen und die Beck. Peter. Hallo Anrufer. Wir wollten eine sette Nennung. Ist das nett? Eine nette Sendung machen. Ja, ist doch nett. Darf ich auch mal sprechen? Ja, bitte. Du kannst gerne sprechen. Ey, wisst ihr was? Das ist der Sinn dieser Show. Ich eine blumige Sprache angewöhnen, die so blumig ist. Dass dich sofort die Linters anheuert, nee, du musst weil du den blumigsten Werbespot der Welt machen kannst. Oh, da war ein Beil im Bild. Ey, Entschuldigung. Hallo. Rede doch jetzt mal. Ja, also. Ich denke, und die Kamera macht Geräusche. Hallo. Ey, ich möchte den jetzt mal verstehen, Philipp. Ja, ich möchte auch ganz gerne mal durchkommen. Ja, du bist jetzt durch. Ja. Wie lange hast du jetzt gebraucht, um in diese Sendung durchzukommen? Wie lange ich gebraucht? Oh, eine Sekunde. Du hast einmal gewählt und bist drin gekommen? Ja, genau. Ey, dann versuch das nochmal. Tschüss. Das will ich ja jetzt sehen, ob ich jetzt gleich nochmal mit dir rede. Und einmal. Ey, der Akku ist an. Ja, dann musst du das ohne Panik machen. Okay, ihr seht jetzt kein Bild, aber habt keine Angst. Das ist nicht das Ende der Welt. Nee, das ist wahrscheinlich der Niveau von... Mama und Papa, ihr wisst ja ihre Telefonnummer. Ruft einfach Papa an, wenn ihr jetzt kein Bild seht. Peter. Und fragt ja, einfach mal, wie es ihm geht. Wir haben kein Bild. Ja, das ist ja Sinn. Mama an. Ja, oder ruft eure beste Freundin an. Guck mal, jetzt. Hier 8x4 und so. Wie lange hast du jetzt gebraucht? Ja, den ganzen Abend. Hast du ein Thema? Das Publikum ist jetzt im Bild. Nicht, weil das Publikum im Bild sein will, sondern wieder will. Hammer! Trotzdem mal ins Bild.
Dann sag doch mal dein Thema. Ja, du hast letzte, vorletzte Sendung Scheiße geredet. Und ich glaube, das war so nicht in Ordnung. Ich glaube, ich kann jetzt ein Publikum nennen. Das ist denn doof. Ja, was habe ich letzte Mal gesagt? Vorletzte Sendung Costa Rica, hast du wohl was missverstanden, ne? Ja, dann meinst du, ich finde das gut, dass du Kokain-Dealer bist, ja? Nee, meinst du, ich finde das gut, dass du abgehauen bist wegen Albaner, ja? Hat Albaner Toni dir Hausverbot auf dem Kiez gegeben? Gib doch zu. Nee, das ist nicht. Du bist ja schlimmer als ich. Leg jetzt selber auf, los! Peter, bleib mal. Raus! 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 Halbe Lunge. Das ist Macht. Ja. Ich sag einfach, ja, du kommen. Weg! Und dann hast du keine wieder. Bedeutung mehr. So, jetzt möchte ich mal reden. Mach. Also, da geht es doch hier um Frauenvermittlung, oder? Was? Das habe ich doch gelesen. Am Anfang stand da Heiratsvermittlung. Ja, es ist Heiratsmarkt. Rufen ja nur Kerle an. Doofe Situation für uns. Ja, aber ich brauche eine Frau, Peter. Ja, dann mach mal eine Beschreibung von dir. Von mir, ja. Also als erstes, du guckst Peter Ehrlich Show, bist also Loser. Was? Nee. Gar nicht wahr. Also ich bin 1,01 Meter. 1,01 Meter? Ja, genau. Du, da gibt es in Ungarn so einen Professor, der verlängert die Knochen um 12 cm pro Schub. Ja? Und das ist irre, weil du siehst dann noch beknackter aus. Noch? Das nicht. Das ist mir egal, aber ich möchte jetzt ein nettes Frau haben. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du bist ein... Ich möchte jetzt ein nettes Frau haben? Ey, ja. Was schwebt dir denn da so vor? Jetzt mal ganz ehrlich. Du kannst ja ein Stück Fleisch zwischen die Heizung packen. Aber wieso? Nee. Ey, wie soll es denn sein? 1,80 Meter? Nein. 1,80 Meter, du kannst dir im Stehen den Bauchnabel küssen. Alleine die Vorstellung wäre schon interessant. Also ich finde das gemein, dass sie mich hier so fertig machen wollen. Na und, wenn du kleinwüchsig bist, kann ich dafür. Ich hab die Gene gehabt, um richtig groß zu werden, ja? Gut, aber... Ey, dein Thema, dein Problem interessiert mich doch ja nicht. Weil wenn du eine Frau kriegst, dann werd ich haben. Ist doch scheiße für dich. Da bist du klein und hast keine Freundin denn mehr. Du, Peter, weißt du, ich... Und ey, wie machst du das eigentlich an Briefkasten? Die sind doch immer so hoch. Peter? Nein, also Blumen. Ist denn jetzt scheiße mit dem? Sonne, tschüss. Bist du jetzt einfach aufgelegt? Du Kleinwüchsiger, ist dir der Hörer aus der Hand gefallen? Hat er ja nicht viel Fallhöhe gehabt, du Arsch. Warum bin ich heute nett? Du bist zu nett, Peter. Oder wollen wir heute die Behinderten mal rannehmen? Nein. Gut, das war jetzt auch doof. Der Halt ist auf einmal weg. Ja, wir sind auch nicht mehr auf Sendung, glaube ich. Es ist 5:10 an meiner Uhr. Hallo Anrufer. Wir ziehen das Ding einfach durch. Ey, wir haben noch 17 Minuten. Ich will mal ein Publikum, mach mal. Okay. Also ihr könnt das jetzt auf eine korrekte Weise als politisches Forum benutzen. Ey, was denn Politik? Sag mal, seid ihr etwa Politik verdrossen? Ey, hallo? Seid ihr etwa Politik verdrossen? Hallo, Mädchen, ey, Augenblick, ja? Was zu dem kleinen Würzchen ist mir noch was eingefallen. Was denn? Du kriegst keine Frau, weil dein Gehirn zu dicht am Boden hängt. Das war die da, das hat die gesagt, ja. Doch, die hat mich dazu animiert. Hey, du Arschloch, oh, tschüss. Du wirst ja höflicher sein, du Penner. Schmeiß dich raus. Komm, ich setz mich jetzt hin. Rede mal. Hat sie aufgelegt? Ace of Space. Cross the ocean on the silver bag. Ey, und wie ist... Man in another world. Und wie ist die Sendung heute klasse? Weil ist ja die letzte. Und wie ist das vorbei? Ich kann das jetzt heute auch mal mit meinen Gummibändern erklären. Hallo? Ja? Ja, hier spricht Penner. Ey, Penner. Penner Peschel! Also... So kann das nicht weitergehen. Ich muss jetzt bei der Hamm anrufen, noch heute Abend, glaube ich. Mein Vater sitzt am Aufsichtsrat. Wenn du Henna rausschmeißt, Caro, dann bist du so gut wie tot. Lass Henna ruhig in seiner... Lass Henna drauf. Drin. Henna? Ja? Wann kommt Rollo aller drei? Ja, am 5. Mai 1995, Premiere 22.30 Uhr im Alabama. Gut. Ja. Habe ich den... Ich stehe auf der Gästeliste? Ja, auf jeden Fall. Ey, klasse. Und kannst du mein T-Shirt schon verlost? Henna. Dein T-Shirt? Henna, dein T-Shirt ist noch bei mir. Jetzt, ich meine nicht das T-Shirt, was ich dir verkaufe. Ey, aber die darf das jetzt ja nicht mehr tragen. Was?
Henna! Nicht. Henna, ich darf dein T-Shirt nicht mehr tragen. Henna! 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 Henna, ich bin nicht mehr im Club. Sie ist nicht mehr Non-Fucker. Zeig dich mal, bitte. Ich will dich mal kurz sehen. Zeig sie ruhig. Guck mal hier, kaum Bauch. 35 Jahre kaum Bauch. Henna, das muss dir genügen, du alter Non-Fucker. Du kannst dir den Appetit holen und den dann überhaupt nicht verwerten. Henna, verzeih mir. Henna kriegt dann King Rocco und den Daddy. Fischi, Fischi. Vorher. Daddy ist ja gerade in den USA. Der erzähl mal ein bisschen Tourneeberichte, mach mal. Lass mal lieber von Rocco reden. Kommerzielle Musik. Henna. Lass mal lieber von Rocco reden. Ja, Henna, Henna. Wir haben Bildausfall, wir haben totalen Bildausfall im Moment. Henna, Henna, weißt du, was mir jetzt gerade mal einfällt? Okay. Du sagst ja immer, meine Sendung ist scheiße. Hier sitzt heute Publikum, die wahrscheinlich alle mal Rollo aller 1 oder Rollo aller 2 gesehen haben, oder? Wie fandet ihr diesen Schwachsinn? Los, wer hat's gesehen? Wer hat Rollo aller gesehen? Oh, fuck. Der da. Los, sag mal, war Rollo aller gut? Der war ganz gut. Oben, glaube ich. Oh, Herr Henna, warte einen Moment. Oh, sag doch mal ein paar erklärende Worte. Nein, oh Mann. Das ist jetzt übrigens Chaos. Okay, Henna, tut mir leid. Bleib bitte dran. Ja, ich bin's, Philipp. Mach dir keine Sorgen. Da. Ich glaube, wir haben wieder ein Bild. Okay. Du hast geguckt? Was hat dir daran gefallen? Also, Henna, kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Der aber Macher von Rollo aller 1 bis 3. Und ich glaube, dass er nicht müde wird, Der Akku ist alle übrigens. Das Bild ist schon wieder weg. Aber ich glaube, Henna wird nicht müde, uns mit Rollo zu penetrieren. Weil... Klasse, du bewirbst dich auch gerade wirklich für Teil 4, glaube ich, also... Was? Mit deinem Outfit und so, du hast dich heute bei mir wirklich eingeprägt, also... Eingeprägt? Henna, ich will dich ja auch nicht persönlich beleidigen, ich will einfach nur so eine Distanz schaffen. Dass du Rockos Rolle übernimmst, wenn er mal keinen Bock mehr hat, das sehe ich mittlerweile. Ja, ganz genau. Henna, ich? Irgendeiner muss ja Rollo... Ey, meinst du, kann nicht, ey, hau ab, du Arsch! Ich nenne ihn ja immer Rockhoch-Schamoni. Rockhoch-Schamoni? Wollt ihr beide mal in Teil 4 die anderen darstellen? Ey, wir beide? Ja, würde ich mal kurz einen Probedreh machen, dann glaube ich, das geht. Ey, Henna, ehrlich? Ja, lass uns das und kann Anna dann Cuttering machen? Ja, Anna kann... Ja, und? Da hat er die Beulen? Nee. Da habe ich aber Anna. Auch ein Geschwür, das hat die Schulmedizin noch nicht gesehen. Anna, ich frage dich ernsthaft, würdest du meine Oma spielen in Rollo aller 4? Würde ich gerne, ja. Die ist aber 75. Wie ja, das macht nichts. Oh, ja, ja. Henna, also, ja. Vom Geruch her, okay. Henna? Henna? Henna! Hallo, ich bin noch dran. Henna, wir sind Henna. Ich freue mich, dass du anrufst. Wie? Du freust dich? Ich freue mich, dass du anrufst, ja. Das sind übrigens Siegfried und Roy. Ja, genau. Mein Tiger. Meinen weißen Tiger habe ich in der Hose, den lasse ich jetzt nicht raus. Also ich habe das Gefühl, die Sendung... Weil es die H&M verbietet. Findest du nicht auch, dass lass mal Henna reden. Was sagst du? Anna. Was denn? Wir haben die Macht. Henna, wir haben die Macht. Nee, lass mal Henna reden. Was willst du mit der Sendung wir sagen? Wir wissen Sachen über die politischen Kräfte, nee, lass die mal die politischen Henna. Kräfte was nicht hast wissen, du mit was der, ein Gefühl mit der Sendung? Ich bin so ein normaler, netter Junge von nebenan und... Du! Durch diesen Alten da neben ihm, das hat alles abgefärbt. Der sieht jetzt ähnlich aus und... Hey, Baby Henna, wir kennen ihr doppelt. Nee, das stimmt nicht, das täuscht. Kannst du da nicht mal wieder... Es gibt keinen Senator, der keinen Schmutz ja, am Stecken hat. Das ist Philipp. Philipp, kennst du Ulrike? Das könnte das ja? Ende des offenen Kanals sein, aber ich finde, das ist es wert. Philipp, kennst du Ulrike? Denn letztendlich sind wir doch alle Revolutionäre und wir kacken auf RTL. Genau! Und wir kacken auf Sat.1. Genau! Und wir kacken auf... Pro 7? Wir senden weiter! Wir senden weiter! Nein. Wir machen weiter! Bis zum Schluss! Wir kacken auf alles! Genau! Wir sind gegen alles! Aber für uns! Durchfall, ich kack immer! Henna! Denn Henna, wir sind keine Revolutionäre des Herkömmlichen. Nee, wir sind jetzt wie immer! Hau ab, du Arsch, Henna! Hau ab! Nee. Doch! Revolutionäre, die nein. Wissen! Henna, du bist kein Arsch! Wir wissen! Aber er ist raus! Früher haben die Revolutionäre noch Waffen benutzt. Wir benutzen unser Wissen. Bruder, hinsetzen und ruhig versuchen. Hallo? Hallo, Frau. Tatjana. Ja. Okay. Du hast jetzt die freie Auswahl. Auch überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich... Wem von uns beiden möchtest du heute Abend hart machen? Hart machen? Dann nehmen wir das wieder. Hart an der Grenze, meint Dick. Hart an der Grenze? Nee, hart machen wir schon. Hast du einen Freund? Ja, ich bin verheiratet. Oh. Glücklich? Ja. Und warum rufst du dann hier an? Raus! Nee. Hey. Auch als Frau kriegt sie die zweite Chance. Tut's dir leid, dass du mit dem Arsch verheiratet bist?
Ob es dir leid tut? Nein, das tut mir nicht. Hau ab. Wir haben die vollkommen recht gehabt. Genau. Jetzt soll ich hier wieder wie ein Dover stehen oder was, ja? Kein Licht, kein ja nichts. Ey, ich hab das, hört mit dem Küssen auf, auch wenn ich im Bild bin. Wo ist der Peter, ehrlich? Ich sehe ihn überhaupt nicht, da ist er ja. Oh, eine Dose. Hallo Anrufer. Wer ist da? Frag nicht, stell rüber, dafür bist du angestellt. Ja, du bist zum Rüberstellen angestellt. Totaler Wortwitz. Ey, und die 12 Mark für das Konzert, ja? Die zählen doppelt. Das ist ja, ja unglaublich. Hallo, du da. Lärm. Ja? Beweis, dass du jetzt Opfer bist. Ja, ich bin's. Was kann ich für dich heute tun? Mir meine Fragen beantworten. Drei Stück. Also das ist nicht so interaktiv, dass er dich fesseln kann. Drei Stück. Ja, okay. Wie kommst du dazu? Ja, mach. Genau, ja, geh doch zur Technikerkrankenkasse. Warum kann ich nicht? Die Technikerkrankenkasse ist total offen für Therapien. Warum kann ich nicht artikuliert reden? Wäre die erste Frage, nein. Wa? Nein. Dann hau ran jetzt! Wieso bist du so gut? Und dann wieder so scheiße und dann wieder so gut? Peter, komm mal ein Stück nach vorne, bist du mehr im Licht. Und dann wieder so scheiße. Und... Komm mal zur Sache. Da haben wir auch hier eins, was? Zwei... Du, da bin ich wieder wie St. Pauli, ja? Mit zwei Publikumen. Immer, weißt du, geht das hier nicht hoch, wenn du zu St. Pauli gehst. Die Flanke kommt ganz hoch in den Strafraum und du denkst nur, Tom Forde. Mein Gott, Tom Forde. Nando. Ja, wenn der mal mit mir machen würde, was er wollte, dann wäre ich zufrieden. Kennst du das? Das war die erste Frage. Nando. Hey, das ist die zweite Frage. Leo. Nee, Leo heißt er. Sag mal. Der ist ja Leo. Hey. Ich sag immer Nando, dabei ist er Leo. Ja, ob du dein Beil liebst. Ich möchte ihn jetzt wirklich gerne hören. Frage. Okay. Okay. Nochmal. Ob du dein Beil liebst. Hast du einen Sprachfehler, sagst immer alles fünfmal. Das Beil, ja. Ja, ich lieb mein Beil. Ich bin da wie dieser... Hat der sonst nichts in der Hose. Das Beil von Wandsbek. Und vor allen Dingen, ist jetzt... erinnert sich noch an die Sendung, ist jetzt das Beil von Gag, habe ich schon 8-mal gemacht, aber zählt immer noch. Ja, und... Immer hart, echt. Ja, und vielleicht die dritte Frage, was ist dein Geheimnis? Bei Frauen? So allgemein. Mama. Der Geruch? Na, für die Sendung. Kevin Costner, ja, der Mama. Geruch. Der Geruch. Du musst extrem Bruce abartig Willis, Mama. Wenn du mit dem Beil rumläufst, hat Potenzprobleme. Ey, das Geheimnis ist scheiße, mein Mama. Verrät, ja? Sonst nichts in der Hose. Na und? Er, sein Vater Schäge... Ey. Das ist so der typische rote Flora-Humor. Darf ich dich auch was fragen, Anrufer? Nachdenklich und intelligent. Ich hätte den Anrufer jetzt gerne mal was gefragt. Ja, der ist ja schon raus. Ey, wisst ihr, was ich gehofft Nachdenklich habe? Nachdenklich und intelligent. Ich kann das ja jetzt ruhig mal sagen. Ich habe gehofft, dadurch, dass ich heute Zuschauer einlade. So muss Humor sein, übrigens. Das Niveau der Sendung irgendwie Nachdenklich zu heben, und habe ich mir gedacht, dann können die nicht anrufen zu Hause. Dann sitzt sie hier, könnt ihr anrufen, aber ihr seid auch nur blöde da. Ey, du Idiot, hörst du mich? Ey, das war eine gute Ansprache jetzt. Ey, du bist so ein richtiger Idiot. Pass auf, weißt du, wie ich fühle? Steck dir mal einen Finger in den Hals. So fühle ich mich. Nee, wisst ihr, was ich immer mit meinem Finger wie mache? Wie fühlst du dich? Ich steck meinen Finger immer in den Popo, damit ich vorne eine Beule kriege. Ganz irre Geschichte, du. Das war ein guter Gag, wa? Hau ab, du nervst mich nur an. Ja, den Schmutz, den schreibst du lieber in dein Tagebuch, du Idiot. Hey, kannst du nochmal auf Bestellung? Wer war das? Leider nicht, das war ja, das war ja total kommen. Unpolitisch. Wer gibt uns sein rechtes Bein heute? Nicht alle, eins. Hallo? Ach, eine Frau? Was sollen wir mit so viel rechten Beinen? Frau, für mich. Rede. Hier ist Diana. Jana? Diana. Diana? Dieser eine Typ da, der besoffen ist. Kann das sein, dass er besoffen ist? Hier sind alle besoffen, also wir wollen jetzt keinen einzigen rausholen. Ja. Welcher Revolutionär kann das ertragen, ohne besoffen zu sein? Ey, der heißt doch Gerhard, ne? Erhard. Ja. Wie er. Schiller. Aha. Erhard. Das war jetzt ein Wortspiel, hast du nicht begriffen, war? Konntest doch, nicht lachen. Kann ich mal ich mache übrigens gerade die geilen Kamerabilder. Erhard, das hätte sich mal in die Wand spritzen sollen. Ey, das war jetzt doof, ja? Das war jetzt so gemein, ja? Also ich möchte fast sagen, ich weiß nicht, wie du heißt, aber du hast nichts begriffen. Du hast nichts begriffen, du hast wahrscheinlich nicht mal Abitur. Das war bei Erhard ganz anders. Ich meine, man braucht kein Abitur, um was zu begreifen. Das ist ein Irrtum, dem ein das doofe System... Kannst du doch sagen. Das ist auch so ein Fehler vom doofen System.
dass man glaubt, dass man nur mit Abitur was sein kann. Kannst ja ruhig sagen. Er hat es gekommen, nachdem Papa hat sich sterilisieren lassen. Und der Postbote will es nie gewesen sein. Kannst du dir denn vorstellen? Ihr habt immer Stress in der Familie. Hallo Anrufer. Aber man kann auch ey, wir Frauen ohne Ende. Mit kaputten Personen spielen. Und ich weiß nicht, wie du heißt, aber... Genau, hallo Frau. Ja, hi, ich bin Leila. Hallo, hier bin ich. Ja. Kannst du mich sehen? Ja. Kannst du mich hören? Ja. Bist du feucht, weil ich jetzt im Fernsehen bin? Ja, ich bin tierisch feucht. Ey, dann bewerb dich jetzt. Mhm. Hast du da jetzt mal angerufen bei der Hotline-Nummer? Entschuldigung für die blöden Bilder. Hast du bei der Hotline-Nummer mal angerufen? Ja. Und, was ist da? Ja, da bist du. Da ist besetzt, war? Ist doof. Nein. Du, meine Frau ist da ja gnadenlos. Die findet ja nicht gut, dass ich das mache. Natürlich finde ich das gut. Ich finde alles gut, was du machst. Alles? Gnadenlos. Echt, wärst du auch bereit? Du bist doch bestimmt verliebt in deinen Lehrer. Dich demütigen zu lassen von mir? Genau. Wärst du dazu bereit? Könnte ich mit verliebt dir richtig in den Lehrer. Knallharte Sachen machen? Genau. Was sind denn so deine Träume? Kannst du mir die mal so beschreiben? In den Träumen kommst nur du vor. Wie alt bist du denn? Möchtest du mal einen Abstrich von Peter machen? Ey, lass das jetzt mal. Das ist jetzt vielleicht meine einzige Chance, die ich in diesem Jahr noch habe. Ich bin überhaupt dieses die, Jahr können wir du abstreichen. Warst Diana, wa? Nein. Wir machen einen Abstrich. Wie ist denn dein Name? Ja, Leila. Leila? Ja. Ey, es gibt ein Lied von Eric Clapton, das so heißt. Leila, Leila! Kennst du das auch? Ja. Ist dein Papa Eric Clapton? Ja. Der hat auch sein Kind gerade verloren. Du lebst ja noch. Ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Meine Mutter treibt es mit jenen. Du bist deine Mutter treibt es mit jenen? Das hat abgehakt auf dich, wa? Ja. Hau mal lieber ab, du hast das Niveau auch nicht gehoben. Tut mir leid, Leila. Leila, ich bin nicht verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung. Es gibt nur einen, der verantwortlich ist für den Inhalt dieser Sendung und das ist... der Mann. Das ist der Mann, der gerade hier im Bild ist. In die Kantine. Jawohl, ja. Der einzige Mann. Oh, das hat mich jetzt überfordert, das Gespräch. Hallo Anrufer. Ich wollte hey! Peter! Ja! Ich wollte nur sagen, dass er hat ehrlich gerade verantwortlich ist für die Bilder und die Bilder finde ich sehr gut. Das sagst du jetzt zum achten Mal. Peter! Ja! Peter! Also die Bilder sind sehr gut. Sag! Ich will dir Geld schicken. Du willst mir Geld schicken? Ja. Ey! Für was denn? Schick an die Bosnien... Mich kennt er doch auch. Schick an die Bosnienhilfe, das macht man jetzt gerade so. Nee, schick dein Geld an Paul McCartney. Und der schickt das dann an eine andere Stelle. Ich hack den jetzt gleich ein C ab, ich schwöre dir. Wenn du jetzt dein Maul nicht hältst, hack ich dir ein C ab. Deine Visage, ich halt hab dir 5 Mark in Umschlag gelegt. Ein C ab. Ach, wo ich die 10 Mark Nachgebühren zahlen musste? Findest du lustig, ja, mich so arm zu machen, ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Gott nicht, mit denen dürft ihr mich nicht vergleichen. Bei dir das kommt später erst. Das ist total widerlich, Peter Ehrlich mit Gott zu vergleichen. Ja, die ganze Show ist widerlich. Wo doch jeder weiß, dass ja. Eric Clapton Gott ist. Aber der hat ein Kind verloren und das hätte er nicht gemacht, wenn er Gott gewesen wäre, ja? Dann hätte er sich nämlich von dieser Trauer nicht, ehrlich, obwohl der hat ja aus kommerziellen Gründen gemacht, gleich eine geile Platte rausgebracht für seinen Sohn, wa? War schon, hat eine goldene Schallplatte hier im Grammy. Kannst du mir noch folgen? Hallo? Ja! Ja, rede weiter. Sollen die jetzt mal einfach das sagen? Weg, wa? Weg! 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 Setz mal die Axt rein! Ja, genau. So, letzter Anrufer. Also jetzt nur noch mal zur Klarheit. Nächsten Donnerstag. Du zeigst wieder nur den! Die Schuschu-Show! Genau, die Schuschu-Show, die Schuschu-Show, die Schuschu-Show! Die Schuschu-Show! 18.01. 19 Uhr. 18.01. Genau. 19 Uhr. Und nächsten Donnerstag? Donnerstag nur eine Kassette. Ja, aber sie für stehen jeden. Auf Schuhe. Für jeden. Und das auch ist die richtige Zeit, die Schuschu-Show zu gucken, weil ey, die Schuschu-Show erweitert das Bewusstsein. Und jetzt einmal ganz kurz ruhig. Weißt du, was du bist? Nee. Du bist der letzte Arsch in diesem Jahr. Hau ab! Ey. Ciao! So, das war die Peter Ehrlich Show. Und die Schuschu-Show ist die total unpolitische Show. Kai hat mich angerufen, die Sau. Keine unpolitische das ist Scheiße, ja? Los! Alter, los und jetzt noch richtig Randale hier, los! Ja. Hey. 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 Alle lieben die Schuschu-Schu und tschüss, ja. Weil sie so unpolitisch ist. Aber ich liebe dich viel mehr! Ja. Ja! Ja! Nicht verstummen, ihr müsst weiterreden.